Schauen wir mal kurz in die Krankenhäuser rein. Was ist da eigentlich passiert? Wir hatten trotz Unterbelegung, wie gesagt, 16%, haben die Krankenhäuser 2020 91 Milliarden erhalten. Und das sind 11 Milliarden mehr als 2019. Obwohl sie, das ist eine Steigerung der Einnahmen von 14%, obwohl sie 13% weniger Fälle hatten. Gutes Geschäft. Wie kommt das? Ja, es gab halt verschiedene Anreizsysteme, Patienten schnell eine Covid-Diagnose zu geben. Wegen verknacksten Knöchel ins Krankenhaus, positiver Test. Der Test ist immer bei einem bestimmten Prozentsatz positiv. Das sind die Falsch-Positiv-Rate, ist immer so. Und dann hieß es, ja, bleiben Sie mal 2 Tage da zur Beobachtung. Da kriegt ihr das Krankenhaus neben der normalen Abrechnung zusätzlich 5.000 bis 10.000 Euro obendrauf. Ja? Und derjenige wurde als Covid-Patient gemeldet. Und. Also wir können davon ausgehen, dass 2020 im Herbst, Winter bestimmt 20-30% der gemeldeten Covid-Patienten nicht Covid hatten. Ich würde sagen, im darauffolgenden Jahr 50% und dann seit Omikron 80-90% hatten kein Covid, hatten nur einen positiven Test. Die Helios-Kliniken haben dankenswerterweise, die anderen haben es gar nicht gemacht, haben es dargestellt. Also bis zu 50-70% der abgerechneten Covid-Diagnosen hatten keine begleitenden Atemwegserkrankungen. Ja, das waren Herzinfarkte, das waren Schlaganfälle, das waren Knochenbrüche. Das war alles bekannt. Und das hat man auch die Krankenhausfunktionäre gefragt und die Intensivmediziner. Also die Helios-Kliniken haben gezeigt, wie das geht. Ganz einfach, sie nehmen die Abrechnungsdiagnosen und schauen, ob dieser Patient, bevor sie ihn melden als Covid, eigentlich eine Atemwegserkrankung hat. Ganz einfach. Schauen Sie mal, was Herr Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, in der öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestags dazu gesagt hat. Man muss es einfach sagen, es ist halt so. Diese kritischen Fragen im Parlament haben nur die AfD-Abgeordneten gestellt. Und wie immer man zu der AfD steht, wir verdanken es ihr, dass wir diese Aussagen haben. Die sind offiziell und die werden später auch justiziabel irgendwann mal sein. Ob es die Leute noch erreicht, weiß ich nicht. Aber irgendwann wird das juristisch bewertet werden. Der Morell sagt, ich lese mal vor, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also erstens kann man sagen, nach 2 Jahren, da müssen wir uns die ganzen 2 Jahre angucken, wann sollten wir wie was erfassen? Und ich gebe die Frage zurück, wie wollen Sie das ganz genau messerscharf trennen? Ob einer wegen Covid oder mit Covid? Und so weiter ins Krankenhaus kommt. Derzeit werden grob schon Dinge erfasst, aber natürlich nicht von Anfang an, nicht innerhalb der ersten 2 Jahre. Das ist das Einfachste von der Welt. Sie machen ein Kreuzchen, Atemwegssymptome oder nicht. Das ist alles. Und Gernot Marx von der Gesellschaft, die finde ich, mit am meisten Verantwortung für das Desaster trägt, die DIVI, die Lobby für die Intensivmedizin. Insbesondere im Bereich der Intensivmedizin kann man nicht unterscheiden, ob ein Patient mit oder wegen Corona eingeliefert ist, weil Covid-19 immer erstmal einen erhöhten Aufwand bedeutet für die betreuenden ÄrztInnen und Pflegekräfte. Also das gesamte Team und zweitens Covid-19 immer ein auch aufs Leben bedeutsamer Faktor ist und deswegen kann man hier, Das ist so irgendwie das Niveau von Kobold und Netz ist der Speicher und es gibt keine Insolvenzen. Das ist eine Verdummung. Und er vermischt hier natürlich was. Gehe ich nachher gleich drauf ein. Er vermischt was. Nämlich die Pflegekräfte, die waren am Limit. Ja? Also speziell die Intensivmediziner haben große Schuld auf sich geladen, weil sie haben ständig Panik geschürt, obwohl sie wussten, dass die Intensivabteilungen leer stehen. Ja? Es gab konzentrierte Intensivabteilung, wo auch mal Überbelegung war. Das ist normal. Das kenne ich als Notarzt. Ja, ich habe teilweise 3 Kliniken anrufen müssen, war der Helikopter schon unterwegs, wer den Patient aufnehmen kann. Wenn wir für alle Eventualitäten Intensivbetten vorhalten, das können wir gar nicht bezahlen. Und wir haben in Deutschland
doppelt so viel Intensivbetten pro Bürger wie zum Beispiel die Schweiz. Ich kenne keinen Intensivnotstand in der Schweiz. Die Frage ist, wer liegt auf Intensiv? Anderes Thema, wäre ein eigener Vortrag, was da alles läuft. Dennoch haben die einfach Panik geschürt. Unverschämt. Ob Janssen, Marx, wie sie alle heißen. Ja, einfach so. Ja, Marx Lage in Krankenhäusern sehr angespannt. Ja, Auslastung sei ungewöhnlich hoch für den Sommer. Schauen Sie sich die Zahlen an, sind sie niedriger wie in den Vorjahren. Die lügen. Die haben gelogen. Und dann wird es erklärt, ja, okay, vielleicht Covid, aber, so, aber das, die Hygienemaßnahmen sind so belastend. Dreimal an- und ausziehen und bei jeder Bettschüssel, jedem Frühstückstablett bringen muss ich und so. Ja, das ist belastend. Ist aber selber gemacht. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Und diese Belastung der Pflegekräfte, die ist doch uralt. Das stammt von 2015. Das Problem ist uralt und die Regierungen haben das immer links liegen lassen. Also damit jetzt zu kommen und diese Irreführung bezüglich der Covid-Patienten zu rechtfertigen, ist schon ein starkes Stück. Und dann haben wir immer diese Kurven gesehen. Alles ist voll. Dass im Winter eine Atemwegserkrankung von der Belegung hochgeht, ist doch normal. Aber jetzt schauen Sie mal die gleiche Kurve an. Jetzt zeige ich Ihnen Kurven und die untere Kurve ist diese Kurve. Und oben sind die Betten und dann die belegten Betten. Das war nie ein Notstand. Es kann mal eng werden, aber es waren immer, das steht auch im Leibniz-Report so drin, es waren immer genügend freie Betten in anderen Häusern da. Es war nie ein Problem. Teilweise standen die wirklich leer. Und was jetzt hier noch interessant ist, wenn Sie mal hier gucken, und zwar oben die oberste Kurve. Also erstmal ist interessant, dass wir eigentlich durchgängig 20.000 Intensivpatienten haben, egal was war, 3 Jahre lang. Es geht um Abrechnung, ich muss das handeln, dass ich die Betten belege. Die meisten davon brauchen keine Intensivbehandlung, aber egal. Aber schauen Sie sich mal, hier geht die oberste Kurve, in dem Zeitraum geht die runter, da ist so eine Rampe runter. Plötzlich sind etwa 5.000 Intensivbetten verschwunden. Waren weg. Und das in der Zeit, als die Regierung den Krankenhäusern 600 Millionen gegeben hat zum Aufbau von Intensivbetten. In der Zeit sind 5.000 Betten abgebaut worden. Wie kann das sein? Ja, das hat Tom Lausen schön erklärt, aber dann später auch Schrappe hier am Cicero. Es stinkt zum Himmel. Das war nämlich eine Änderung nämlich der Abrechnungsmodalitäten. Es war so gewesen, dass sie konnten jedes leere Bett im Krankenhaus in der Covid-Zeit abrechnen. Sie haben Geld für leere Betten bekommen, für das Vorhalten von leeren Betten im gesamten Krankenhaus. Aber ab dem Zeitpunkt nur, wenn ihre Intensivabteilung zu 75% ausgelastet war. So, jetzt haben Sie sind ein Krankenhaus mit 400 Betten. Sie haben 100 Betten leer. Sie haben eine Intensivabteilung mit 20 Betten. Und da liegen 14 Patienten drin. Pech gehabt. Sie können die, habe ich vorhin gesagt, 40 oder 100 leeren Betten nicht abrechnen. Also wird ein freies Bett in den Keller geschoben, virtuell. Und 19 gemeldet. Schon haben sie die 75%. Das ist da passiert. Das ist Abrechnungsbetrug. Und die Kranken, das sieht man auch, das Problem der Privatisierung der Krankenhäuser. Auch die öffentlichen Krankenhäuser müssen ja zahlen, müssen ja rentabel sein. Ja, die agieren dann nach Businessplan, nicht mehr nach Gemeinwohl. Das war den Krankenhausleitungen egal, dass sie damit Panik schüren. Sie werden ja auch daran gemessen nach den Bilanzen. Also so sind die Systeme, greifen ineinander und potenzieren den Schaden.